Hallo Liesen, ich koche heute mit euch und zwar gibt es Nudeln mit buntem Brokkoli-Gemüse. Meine Haare sehen ein bisschen wüst aus, ich habe die gerade erst gewaschen und ich habe jetzt eine neue kleine Kamera, die Canon Legria Mini und deswegen dachte ich mir, probiere ich die gleich mal während eines Rezeptes aus. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was ihr für Zutaten braucht. So, und zwar ist das jetzt für zwei Personen, da habe ich hier 125 Gramm Kirschtomaten, 400 Gramm TK-Brokkoli, hier ist eine Knoblauchzehe, dann habe ich Sojacreme, also Sojasahne. Ich koche das aus dem Vegan für faule Kochbuch von GU, das verlinke ich euch mal in die Infobox. Deswegen die Sojasahne, könnt aber auch normale Sahne nehmen. Dann habe ich hier Dinkel Vollkornspaghetti, die sind von Bio Primo, von Müller. Das sind jetzt 500 Gramm, sind glaube ich zu viel für zwei Personen, aber ja, die kann man ja dann auch am nächsten Tag noch essen oder nehmt halt nur die Hälfte. Dann steht eigentlich im Rezept 2 Esslöffel Pinienkerne. Ich habe jetzt hier so einen Mix, so einen Kernemix. Da sind jetzt auch Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne und sowas mit drin, aber halt auch Pinienkerne. Schmeckt aber trotzdem, also ich meine, es passt ja trotzdem alles zu Pasta. Dann braucht ihr eigentlich italienische TK-Kräuter, habe ich leider nicht da. Ich habe ja von meinen Eltern diese Knorr-Kräuterlinge. Sind zwar nicht so ideal, weil da glaube ich auch Geschmacksverstärker drin sind, aber ich habe halt jetzt nichts anderes. Salz, Pfeffer, dann eigentlich Limettensaft, habe ich leider auch nicht da. Ich habe hier nur diesen Instant-Zitronensaft, aber hoppala, der muss auch gehen. Und ein bisschen Agavendicksaft. Ja, und das Ganze machen wir jetzt mal. So, ich habe jetzt das Nudelwasser schon angesetzt und habe jetzt die Pinienkerne, also diesen Kernemix, in eine Pfanne gegeben und röste die jetzt ohne Fett hellbraun an. So, die Kerne habe ich jetzt aus der Pfanne geholt und erstmal in so eine kleine Schüssel getan. Jetzt kommt nämlich der Brokkoli rein mit 100 ml Wasser und ein bisschen Salz. So, das Wasser noch mit dazu. Dann habe ich hier gleich noch das Alnatura Kräutersalz. Da gebe ich ein bisschen von dem einfach mit dran. Ja, so zwei Prisen oder so oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich mache das immer nach Gefühl. So, und das Ganze soll jetzt zugedeckt ungefähr 4 Minuten dünsten. Ich habe das jetzt noch runtergedreht, also mittlere Hitze. Ja, habe ich ein bisschen mit dem Salz gekrümelt, jetzt mache ich gleich weg. Und meine Nudeln sind auch schon im Topf. Das Wasser hat ziemlich schnell gekocht, weil das bei uns aus dem Boiler kommt und das ist ziemlich heiß. Aber ihr könnt ja auch gleich kochendes Wasser nehmen, also aus dem Wasserkocher, dann geht es auch viel schneller. So, die Nudeln, die Dinkel-Vollkornnudeln müssen so 8 Minuten köcheln sozusagen. Wenn ihr TK-Brokkoli nehmt, dann kann sich die Garzeit natürlich ein bisschen verlängern. Also ich denke, man muss den schon so 10 Minuten köcheln lassen, nicht nur 4 Minuten. Bei frischem Brokkoli dann, wie gesagt, 4 Minuten mittlere Hitze. Und wenn der gefroren ist, würde ich den mal so 10 Minuten drin lassen, damit der auftaut quasi. Jetzt presse ich hier noch die Knoblauchzehe dazu. Ich bin gespannt, ob dieses Ding hier funktioniert. Ich habe es noch nie verwendet. Oh Gott, das klingt ehrlich gesagt, als würde es gleich durchbrechen. Das Ding ist von Fackelmann, also eigentlich sollte das funktionieren, ne? Klingt ehrlich gesagt nicht so vertrauenserweckend. Und kommt auch jetzt nicht allzu viel raus. Also das Teil ist schon mal voll der Fail. So, jetzt habe ich noch 2 Teelöffel Agavendicksaft dran gegeben. 2 Esslöffel Zitronensaft und 100 ml von der Sojasahne. Und das muss jetzt nochmal so 4 Minuten ein bisschen einköcheln. So, ich habe hier jetzt noch ein bisschen Pfeffer dran gegeben. Salz muss ich nicht mehr dran machen, es ist salzig genug. Basilikum könnt ihr noch dran machen. Ich habe leider keinen frischen Basilikum, deswegen habe ich getrockneten genommen. Ansonsten schnippelt einfach noch ein Bund Basilikum dran. Und jetzt kommt noch dieser Kernermix bzw. die Pinienkerne mit dazu. So, das rühre ich jetzt nochmal um und dann ist euer Essen eigentlich schon fertig. Meine Vollkornspaghetti sind auch schon fertig. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Es ist echt ein schnelles und einfaches Gericht und ich hoffe, dass es lecker schmeckt. Ich habe es ja heute auch das erste Mal gemacht. Und ja, mal sehen, ob mir das gelungen ist. Ich drehe mich nochmal, vielleicht ist das Licht besser. Ja, vielleicht könnte man auch noch ein bisschen mehr Sahne mit reingeben, weil man sonst so wenig Soße hat für die Nudeln. Aber ja, da müsst ihr mal schauen, ob ihr das einfach variiert, wie ihr das möchtet. Aber ich finde, es sieht lecker aus, es ist gesund, halbwegs zumindest. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. Bis zum nächsten Video. Tschüss!